So, da bin ich wieder zurück. Willkommen zu Let's Play Final Fantasy VII Remake. Und wie ich es in der letzten Folge oder im letzten Teil schon gesagt habe, wollte ich mir nochmal die alte Bedienungsanleitung von Final Fantasy VII zur Hand nehmen. Habe ich auch gemacht. Ich habe einen kleinen Schrank, wo alle Final Fantasy Teile, wirklich mittlerweile alle Final Fantasy Teile, aus der Hauptreihe zumindest, vorhanden sind. Jeweils auch für die Originalkonsole. Ich bin da sehr eigen, was das angeht. Also, und zwar ging es um das Alter und die Größe von den Charakteren. Und ich lese nur die vor, die wir mittlerweile schon gesehen haben, weil das eigentlich schon wieder zu lustig ist. Also, Cloud Strife ist ein Söldner, ja, ehemaliges Mitglied von Soldat, beziehungsweise in der PlayStation-Version, in der alten war Soldier. Er ist 21, damit hatte ich zumindest schon mal recht, das ist gut. Seine Waffe ist ein Schwert natürlich und er ist 1,73 Meter groß. Aeris hatten wir jetzt auch schon gesehen, kann ich auch mal sagen, ist ein Jahr älter, das wusste ich lustigerweise auch, ist sage und schreibe 1,63 Meter groß, also ein richtiger kleiner Erdmonokel. Tifa ist 20, da habe ich mich ein bisschen mit vertan. Ja, ich habe auch Final Fantasy Version 1.0 im Schrank stehen. Als Collector's Edition. Und ich habe auch die 1.0er Version damals gespielt, also kurzzeitig, aber das war ein eher trauriges Spiel, was man damit sehen konnte. Ja, genau. Tifa ist 20, 1,67 Meter groß. By the way, Cloud hat am 19. August Geburtstag, Aeris am 7. Februar und Tifa am 3. Mai. Und Barrett. Barrett ist nebenbei der größte von den Charakteren, die ich hier vorlese. Also wirklich der Größte. Er ist 35 und 1,97 Meter groß und hat am 15. Dezember Geburtstag. Und weil wir den guten Sephiroth auch schon mal gesehen haben, über den wissen wir zumindest vom Alter und so weiter leider nichts. Aber er ist nur 1,85 Meter groß. Das muss man sich mal geben. Die Charaktere sind ziemlich klein für asiatische Verhältnisse wiederum groß, aber nicht so groß, wie sie jetzt bisher hier dargestellt wurden. Die Story von Final Fantasy XIV, ich spiele jetzt nebenbei weiter, die Story von Final Fantasy XIV, by the way, kann man sich sogar noch angucken, zumindest die Cutscenes. Es war sehr, sehr, sehr langatmig, das Spiel. Oh, kleiner Moment, ich gehe nochmal zurück, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass da noch eine Kiste oder sowas rumliegt. Es war sehr langatmig, weil man nämlich die Main Quest nur im 5-Stufen-Takt spielen konnte und das hat richtig abgenervt. Hatte aber trotzdem insgesamt rund 2 Stunden Cutscenes. Also, so war es nicht. Und da sind auch schon viele Leute mit dabei, wie Minfilia. Es ist ein geschlossenes Wohnviertel. Hier kommt man nur mit einem Zaubertrick rein. Okay. Cloud macht hier jetzt gerade den. Wie ist denn gleich? Geralt von Riva. Ja, deswegen ja. Nur, es ist nicht so ansteckend wie bei Geralt. Aber es sind trotzdem irgendwas um die 2, 3 Stunden Cutscenes, die man sich halt eben reinziehen kann. Es gibt ein YouTube-Video auf jeden Fall davon. Allerdings halt eben auf Englisch. Kann ich nur empfehlen. Yay! Geht ihr da lang? Ich lauf da lang. Hast du was verloren oder was? Okay, ich hab's verstanden. Ich muss euch hinterherlaufen. Midgar bei Nacht. Das hier sind Firmenwohnungen. Meine Eltern arbeiten beide für Shinra. Uns ging's dank den Mako-Reaktoren eigentlich immer ganz gut. Okay, das habt ihr nicht gehört, ne? Aber wir sind jetzt nicht in den Slums von Sektor 7, sondern wir sind auf der Platte von Sektor 7. Und oh, fuck, das tut weh. Also, ich habe jetzt schon Schmerzen, weil ich Jesse unglaublich gerne. Also, ich mag den Charakter total gerne. Also, ich mochte ihn früher, obwohl er früher eigentlich gar nicht so viel Text hatte. Aber irgendwie fand ich den damals cute. Und hier finde ich ihn sogar noch massiv cuter. Der ist total herrlich.
Außer so ihre leicht draufgängerische Art finde ich ziemlich sexy. Und sie ist gut inszeniert. Ich mag dies, ich mag es hier gerade, wie die ihre... Komm, Kleine. Weg ist sie. Oh. Der Dame war ich wohl nicht fein genug. Wie die Charaktere noch mal ein bisschen ausschmücken und ausbauen. Und auch, dass sie Jessie noch mal so dargestellt haben, finde ich, ist halt eben auch noch mal so ein gewisses Highlight. Ich guck mal, ob ich hier noch mal lang gehen kann und irgendwas finde. Ich bin nämlich die ganze Zeit auf der Suche nach Kisten. Kisten sind überall sehr gerne gesehen. Oh, und wir haben von Jessie als Zahlung für diesen... Hier komme ich nicht hoch, klar. Für diesen kleinen Auftrag die Materia Ifrit bekommen. Und das ist so ein What the fuck? Wo hat die her? Ich glaube, die musste dafür ganz schön viele Leute bestechen. Und das Geld wird sie nicht haben. Werde ich mit euch. Verdient man garantiert zigmal so viel wie wir. Genau, deswegen müssen auch die Schlips- und Krawattenträger in den Slums wohnen. Oder was auch immer die dort gemacht haben. Diese, ne, die beiden... Seht mal, das Licht brennt jeden Abend. Für den seltenen Fall, dass ich meine Eltern besuchen komme. Mutter ist eine Spießbürgerin, wie sie im Buche steht. Ob sie wohl Pizza parat hat? Eine Midgar-Spezial? Jessies Mutter macht uns immer was zu essen. Egal, wie spät wir bei ihr auf der Matte stehen. Oh, das ist freut süß. Mich, wenn den Leuten ihr Essen schmeckt. Mhm. Ich frage mich die ganze Zeit und immer wieder, was diese beiden Gestalten, also ich kenne, die gab es auch in der Ursprungsversion. Ich frage mich, was diese Gestalten mit diesen förmlich hochgetragenen Anzügen in den Slums zu suchen haben. Geht's. Claude, du weißt, was du zu tun hast. Warte erstmal hinter dem Haus. Ja, geht klar. Eigentlich echt schade, dass du nichts von der Midgar Spezial abbekommst. Oh, ich hatte eigentlich gehofft, dass wir... Kann ich da trotzdem rein? Okay, anscheinend nicht. Ich hätte zu gerne mal Jessies Eltern kennengelernt. Aber vielleicht haben wir hier nochmal die Möglichkeit. Oh, wahrscheinlich wird das so eine Art Dating-Sim zum Schluss. Wir können uns dann am Ende aussuchen, mit wem wir ein Date haben oder sowas. Das wäre ja so geil. Hier ist niemand. Es sind nur die Katzen, die hier Sachen kaputt machen. Gucken wir mal ins Haus. Alles dunkel. Ich kann hier auch nichts weiter kaputt machen. Hinterzimmer geht auch nicht. Zumindest muss man den Leuten zugute halten, dass sie ihre Türen verschlossen halten. Zumindest die... Hier ist nichts. Streunende Hunde. Wuff, wuff. Zumindest die Hintertürchen. Das finde ich gut. Du hilfst mir doch sicher, oder? So ein Alleskönner kann schließlich alles. Du schleichst dich in mein Haus und klaust was, okay? Warte ein wenig, dann geh durch die Hintertür. Achte auf... Das Licht im Zimmer, das ist das Zeichen. Na dann. Oh, sind das süße Nikos. Okay, ganz ruhig. Aber ich hatte recht, es waren die Katzen. Wir waren das nicht. So, wir versuchen auch nicht den Müll irgendwie zu berühren. Nicht, dass wir hier irgendwelche komischen lauten Geräusche machen. So, Hintertür. Ja, jetzt können wir hier rein. Also doch nicht verschlossen. Die sind doch nicht so sicher. Durch den Hintereingang kommst du in einen Flur. Dort gehst du durch die Tür auf der rechten Seite. Nicht durch die vor dir. Dahinter sind wir. Aber ich will deine Eltern kennenlernen. Jessie, wir mögen dich. Ha. Okay, hier scheint alles in Ordnung zu sein. Tut mir echt leid, dass wir so spät stören. Ach was, das ist doch dein Zuhause. Aber erzähl, wie laufen die Proben?
Jessie sich einmal was in den Kopf gesetzt hat. Sie kann von Glück reden, dass du dich um sie kümmerst, Briggs. Als wäre der eine große Hilfe. Na, diese Gespräche sind cool. Männern muss man das Ego streicheln. Ich muss doch bitten. Also diese Midgar-Spezial, das ist echt die beste Pizza der Welt. Ich habe immer genug Zutaten im Kühlschrank. Okay, das ist mir zu viel Smalltalk. Wir machen ordentlich Krach und versuchen, meine Mutter abzulenken. Und mein Vater... Ach, das siehst du schon selbst. Oh. Du musst für mich die ID-Karte meines Vaters finden. Sie muss irgendwo in seinem Zimmer sein. Ich bring das selbst einfach nicht übers Herz. Darum zähle ich auf dich. Oh je. Jetzt ein bisschen ruhiger. Hier ist ein Fotoapparat. Dir wird noch schlecht. Ist das ein Bild von Michael Jackson? Nee, ich glaube, das ist ihre Mutter. Das da drüben, ist ziemlich cool gemacht hier, auch mit den Familienfotos und solche Sachen. Wobei das eine Bild hat so ein bisschen was von wie hieß denn der gleich hier, von Freddie Mercury, genau, Freddie Mercury. So, was haben wir denn hier? Ein Brief? Ja, stalken wir ein bisschen. Lieber Papa, liebe Mama, geht es euch gut? Es tut mir leid, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Aber jetzt ist mein Traum endlich in Erfüllung gegangen. Ich habe es geschafft. Ich habe im Gold Saucer eine Rolle bekommen. Ihr könnt mich also schon bald auf der Bühne sehen. Ich weiß, dass ihr euch große Sorgen um mich und meine berufliche Zukunft gemacht habt. Hauptrolle, Jessie. Was? Ja, ich glaube auch nicht, dass es so geil wäre, wenn sie einem Shinra, also einer Familie, die bei Shinra arbeitet, sagen würde, hey, nichts für ungut, aber ich bin einer terroristischen Organisation beigetreten und versuche jetzt die Welt zu retten, indem ich Kraftwerke in die Luft jage. Ich glaube, das kommt nicht so gut. Fehlanzeige. Auch nicht. Trägt er sich vielleicht bei sich? Nee. Die wird schon irgendwo hier sein. Gucken wir mal weiter. Ein Bild. Jessie? Inspizier? Ja, könnte sein. Sherlock Cloud inspiziert Häuser. Aha. Ah, okay, ja gut. Das war natürlich schon ein bisschen offensichtlich. Wenn das seine Mitarbeiteruniform ist. Oh, da klebt, glaube ich, Mako dran. Deswegen schimmert das Ding so. Oder es ist einfach billiges mein Plastik. Mein Vater war für die Instandhaltung der Reaktoren verantwortlich. Nichts für ungut. Yay. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Dann lasst uns hier mal ganz gemütlich rausspazieren. Wir haben genug in dem Privateigentum von Jessie rumgeschnüffelt. Finden wir hier noch was? Ist das dann ein Lunchpaket? Kann man da was essen? Irgendwas mitnehmen? Nein, okay. Dann gehen wir hier raus. Ist genug für alle da. Ja, lass die Tür ruhig offen. Merkt keiner. So, dann wollen wir hier mal wieder rausgehen. Wir haben ja alles, was wir wollen. Dann warten wir einfach draußen wieder auf Jessie. Schön, dass die Autos auch alle auf der linken Fahrbahn fahren. Miau. Sie wohnen jetzt... Nein, den Scherz bringe ich jetzt nicht. Der ist so alt, der hat einen Bart. Das wäre erledigt.
Und du willst im Gold Saucer bleiben? Obwohl du gerade nicht selbst auf der Bühne stehst? Ohne sie würde da gar nichts laufen. Du vergeudest hinter den Kulissen dein Talent. Ich finde, du solltest nach Hause kommen. Hör mal, du könntest dich doch am Theater in Sektor 8 bewerben. Ja, irgendwann vielleicht. Okay, Mama. So langsam müssen wir wieder los. Schon? Unser Besuch war ja eigentlich gar nicht geplant. Aber Wedge wollte unbedingt eine Pizza essen. Hat sich gelohnt. Bist du denn überhaupt satt geworden? Also ein bisschen ist eigentlich noch Platz. Wedge! Pizza nährt die Seele, Leute. Mit knurrendem Magen kann ich nicht arbeiten. Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Hat's geklappt? Ja, hat es. Jetzt wird es ernst. Mit dieser Karte kommen wir in die Lagerhalle rein. Gut, gehen wir. Nein, ich gehe alleine. Ich weiß schließlich, wonach ich suchen muss und wo ich es finden kann. Aber dann waren wir ja nur zum Essen hier. Die Kalorien trainiert ihr gleich ab. Ihr beide geht Cloud nämlich zur Hand. Also, ihr wisst doch, wie wir drei vorhin meine Mutter abgelenkt haben, oder? Und die Masche wiederholt ihr jetzt einfach nochmal, ja? Also eine Finte? Du hast erfasst, du Vorzeigesoldat. Wie? Also sollen wir diesmal mit irgendwelchen Shinra-Leuten Pizza essen? Wir sollen uns wohl eher mit ihnen prügeln. Wir lenken die Wachen ab. In der Zwischenzeit kannst du dich drinnen umsehen. Hast's erfasst, du Vorzeige-Bix. Sobald ihr mein Leuchtsignal seht, stürmt ihr drei den Platz vor der Lagerhalle. Macht ordentlich Radau. Ich brauche möglichst viel Zeit. Zum Glück haben wir einen Ex-Soldaten dabei. Wie viel Zeit brauchst du denn genau? Das weiß ich erst, wenn ich da drin bin. Und deshalb achtet einfach auf mein zweites Signal. Dann treffen wir uns vor dem Komplex. Wart mal. Wie kommen wir zurück in die Slums? Mit dem ersten Zug morgen? Nein. Wir müssen noch heute zurück. Aber ich habe schon einen Plan. Keine Angst. Also, Hals und Beinbruch. Gut, starten wir das Ablenkungsmanöver. Nichts leichter als du das. Du hast ja Jessys Vater gesehen, oder? Ja. Er leidet an einer Makrovergiftung. Das ist genau passiert, als Jesse am Theater im Gold Saucer... Ach, interessiert dich sicher nicht. Doch, red bitte weiter. Jesse wollte schon immer Schauspielerin werden. Hatte ihr ganzes Leben darauf hingearbeitet. Und endlich eine Hauptrolle bekommen. Ihre Eltern haben sich mindestens genauso gefreut wie sie. Aber dann, kurz vor der Uraufführung... ist ihr Vater plötzlich zusammengebrochen. Überarbeitung. Er fiel in einer entlegenen Ecke einfach um und lag dann mehrere Stunden bewusstlos in einer Makrolache. Als man ihn endlich fand, war es schon zu spät. Seitdem liegt er im Koma. Danach hat Jesse angefangen, sich mit Büchern über das Leben des Planeten zu befassen und hat sich Avalanche angeschlossen. Jesse glaubt fest daran, dass die Seele ihres Vaters über das Mako im Planeten zwischen dem Dies und dem Jenseits hin und her wandert. Darum will sie die Reaktoren zerstören. Um die Seele ihres Vaters im Mako zu schützen. Findest du das komisch? Im Gegenteil. Endlich kann ich eure Motive mal nachvollziehen. Verstehe. Das war tatsächlich mal ein guter Kommentar. Ich bin generell von den Dialogen sehr begeistert. Sie sind im Mako fließen viele unserer Wünsche und Hoffnungen. Daher dürfen wir es nicht einfach benutzen, wie es uns passt. Verstehst du? Oh, sag Jesse bloß nicht, dass wir mit dir darüber gesprochen haben, okay? Sonst rastet sie am Ende wieder aus. Übertreibst du nicht etwas? Wenn du wüsstest, zu dir ist sie ja immer nett. Ich Glückspilz. Ach, Cloud. Hui, und dann laufen sie weg. Der Komplex, von dem Jesse gesprochen hat. Am Ende der Mission treffen wir uns alle hier. Okay. Haben wir hier auch noch Kisten, die wir plündern können? Jetzt müssen wir warten, bis hier zum Beispiel. Das Zeichen gibt. Nee. Es ist so ruhig hier. Also, ja, ich bin von den Dialogen sehr begeistert. Vor allem, wie viel Charaktertiefe sie den, selbst den Nebencharakteren hier jetzt da zugibt. Hier hinter müsste der Platz liegen. Stopp.
Nicht eine Wache in Sicht. Da ist uns wohl jemand zuvorgekommen. Das war aber nicht Jesse, oder? Wenn das mal nicht ins Auge geht. Gehen wir. Ja. Sehr interessant. Äußerst seltsam. Da. Da ist der Platz. Und dahinter ist die. Also normalerweise müssten hier definitiv noch Leute sein. Hier können wir uns mal ausruhen, aber wir haben eigentlich gar keinen Grund, uns auszuruhen, weil wir eigentlich volle Lebenspunkte haben sollten, sage ich hier. Dann schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. In der Hoffnung, dass das hier klappt. Oder dass wir hier irgendwas finden, was wir gegebenenfalls brauchen könnten. Hier unten im Keller vielleicht. Hier ist ein Schießstand oder irgendwie sowas. Warum gehe ich hier jetzt eigentlich lang? Hier müssen wir eigentlich noch gar nicht lang. Oder müssen gar nicht lang. Was ist das? Achso, das ist eine Hebebühne. Okay, ich glaube, die werden wir früher oder später noch brauchen. Dann lasst uns doch einfach erstmal wieder zu Biggs und Wedge rüberlaufen. Fun Fact, sind beides Charaktere aus Star Wars. Wir müssen warten. Können ja nochmal unsere Strategie durchsprechen. Ich mach das allein. Soll heißen, wir sind hier nur im Weg? Das Gerede kannst du dir sparen. Wir helfen mit. Auf eure Verantwortung. Bereite dich gut vor. Noch haben wir Zeit. Wenn du fertig bist, dann sag Bescheid. Wenn du noch was brauchst, guck mal am Automaten da drüben. Ja. Hat der Dicky gerade eben den Süßigkeitenautomaten gefunden? Da kannst du dich austoben, wenn du trainieren willst. Aha. Okay, ein Übungsplatz. Das will ich doch nochmal kurz ausprobieren. Mit der Frage, okay. Was genau dabei passiert? Ach, das ist schon mal ganz cool. Es gibt auf jeden Fall dadurch mehr Erfahrungspunkte. Oder ein paar Erfahrungspunkte, besser gesagt. Da kommt gleich ein Schuss. Und ab geht's. Wunderbar. Und Trainingsbonus gibt es auch noch. Aha, sehr interessant. Man kann das doch mehr als einmal machen. Ich würde das Ganze hier einfach noch einmal tun. Um zu gucken, ob man jetzt irgendwie was Neues bekommt. Bin bereit. Nee. Okay, 1, 2. Und blocken. So, der in der Mitte war tatsächlich, glaube ich, der bessere, den anzugreifen. Au, okay. Und noch den. Und dann haben wir. Das gibt's nicht. Der lebt noch. So, jetzt aber. Und wir bekommen dafür tatsächlich noch Bonis. Wir können noch mal kurz schauen, weil wir sicherlich keine Waffenmodifikation mehr. Das ist traurig. Ich hatte gehofft, dass wir nochmal eine Waffenmodifikation an der Stelle bekommen. Um, keine Ahnung, vielleicht auch nochmal einen Punkt mehr oder so zu bekommen. Einmal hier ausruhen, damit wir nochmal voll gestärkt sind. Oder Medikamente. Kannst du dich am Verkaufsautomaten eindecken? So, Cloud hat sich genug ausgeruht. Jetzt wollen wir hier mal die Mission machen. Also denn, los geht's, Leute. Sag mal, hattest du nicht auch eine Beschwörermaterie? Könnte vielleicht ganz nützlich sein, um auf dem Vorplatz für Aufruhr zu sorgen. Ist eine Überlegung wert. Ja, glaube ich auch. Alles klar. Dann steht uns ja nichts mehr im Weg. Cloud zieht auf dem Vorplatz die Aufmerksamkeit auf sich. Und wir? Wir geben ihm Feuerschutz.
Und zwar von einem Ort mit gutem Überblick. Oben auf den Mauern. Da bin ich. Was ist? Du wolltest reden? Also, im Frühling gehe ich weg von hier. Nach Midgar. Alle Jungs hier verlassen das Dorf irgendwann. Ich bin aber nicht wie alle. Ich suche mir nicht einfach nur Arbeit. Ich trete Soldat bei. Ich will Soldat werden, genau wie Sephiroth. Der große Held Sephiroth? Soldat zu werden, ist bestimmt nicht einfach. Ich werde eine Weile nicht zurück ins Dorf kommen. Bestimmt sehe ich dein Foto dann in der Zeitung. Vielleicht. Cloud, versprichst du mir was? Wenn ich mal in der Klemme stecke, kommst du mir dann zur Hilfe? Selbst wenn du berühmt bist? Was? In der Not wünscht sich doch jeder einen Helden. Jemanden, der einem zur Seite steht. Aha. Jetzt versprich es endlich. Oh, okay. Versprochen. Hab gehört, du hältst nichts von dem Plan. Einfach mit netten Bitten ist Shinra nicht beizukommen. Das weiß ich ja selbst. Aber trotzdem... Ich weiß nicht weiter. Das war Jessys Signal! Das heißt, sie hat einen Weg reingefunden. Los. Ausgezeichnet. Ja. Und ich dachte schon, sie steckt mega in der Patsche. Hallo, Freunde. Weit und breit niemand zu sehen. Haben sich wohl versteckt. Oh, Heda! Da ist einer von ihnen! Schnallt ihn an! War's das? Stirb! Weg, da oben sind cute! Unfähig hier. Da sind noch mehr Eindringlinge! Wir brauchen Verstärkung! Aber tatsächlich würde ich zu gerne. Oh, ich kam gerade eine Handgranate geflogen. Würde ich zu gerne mal wissen, für mich das unter Magiestufe wählen. Ah, okay. Irgendein Ding hat ein Level abbekommen. Die Stufe einer Materie hat sich erhöht. Das bedeutet, dass man höhere Magiestufen einsetzt. Okay. Damit kann ich jetzt hier. Ah, Feuer nutzen. Aber das möchte ich gar nicht. Und dadurch, dass ich sehe, dass ich hier noch keinen. Ifrit habe, dann analysiere ich erstmal. Ich habe den definitiv. Oh, und die sind alle wirksam gegen ausgezeichnet. Dann wollen wir doch mal gucken, was ihr denn so gegen Feuer sagt. Machen wir mal das schön. Aha. Oh ja, kommt näher. Kommt alle schön näher. Und Yibi! Oh, das ist doof.
Ihr steht da gerade so schön. Ihr steht da gerade so perfekt. Guck mal hier. Miau. Bam. Fuck, nur eingetroffen. Aber alles gut. Wir kriegen das hin. Wir machen hier ein bisschen Terror und dann ist schön. Zack, zack. Komm ich zu dir angesprungen? Nee, das schaffe ich nicht. Aber das macht überhaupt nichts. Wir kommen mal ganz langsam zu dir. Hey, glaub mir nicht, die Erfahrungspunkte sind meine. So. Oh oh. Mist. Das hat uns gerade noch gefehlt. Dann mal auf ins Vergnügen. Na, warte! Dreckiges Ungeziefer! Das macht mir überhaupt nichts. Wir analysieren den Dude hier jetzt auch mal, den Sturmgardisten. Auf Nummer sicher. Und die sind auch alle gegen Feuer und so weiter. Das dachte ich mir fast. Aber ich nutze ruhig auch nochmal Analyse auf den Elite-Gardisten, den haben wir auch noch nicht gesehen. Na fuck. Den habe ich jetzt mal ganz gekonnt ignoriert. Richtig gut. Überschätze dich nicht. So, da kommt was von hinten. Tschüss. Dachte ich mir. Au, das hat wehgetan. Aber egal. Magie. Nee, nicht Feuer, sondern Feuer. Das reicht an dem. Smack. Sonst noch Fragen? Ah, die schmeißen die Teile runter, das ist gut. So, das ist aber nur der erste gewesen, ne? Da kommen noch ein paar mehr. Los, umzingeln! Aha, da sind sie. Hallo! Oh, dich kenne ich aber noch nicht. Doch, dich kenne ich schon, aber auch dich habe ich noch nicht analysiert. Was bist denn du für einer? Auch gegen Feuer, gibt Handgranaten. Stimmt, ich habe Handgranaten, das habe ich ja ganz vergessen. Was? Du nervst. Die kommen ja auch mit Granaten angeflogen. Level up. Sweet. Und da fällt jetzt das zweite Geschütz. Kommen da noch mehr? Hundis. Um die werde ich mich kümmern. Mir nach, Puffis. Los geht's! Bringen wir es hinter uns! Einfach weiter drauf da. Ups, das wollte ich nicht. Oh, der Limp Break ist ab. Trotzdem einmal kurz die Analyse auf den Hundi. Weil die hat man nämlich auch noch nicht. Wirksam ist Eis, das ist gut. Dann wollen wir doch mal. Oh, wir haben gar kein Eis angelegt. Tja, das ist natürlich nicht ganz so gut. Aber wir können trotzdem Fertigkeit anwenden. Und zwar den Mutangriff auf. Ich glaube, ich habe da was anderes gefunden. Und zwar ein Schwertsturm. Ich hab Leckerlis für euch, ihr kleinen Bautis. Genau, einfach drauf da. Braucht mir ganz so von der Seite anspringen. Oh, du liegst ein bisschen nur auf dem Boden. Ach komm. Einfach hier aus dem Off drauf prügeln. Finde ich nicht nett. Und lass mal meinen Freund in Ruhe.
Ist hier noch was? Sieht gut aus. Bin richtig gut in Form. Hey, Sportskanone. Das war ziemlich beeindruckend. Die Frauen fliegen nicht umsonst auf mich. Und Captain auf die Brücke. Bunkern die hier ihr ganzes Arsenal? Könnt ihr noch? Was denkst du? Allzeit bereit. Hab grad was Nettes gefunden. Damit werde ich den ordentlich einheizen. Wunderbar. So, beschwören. Jetzt kann ich beschwören. Nice. Wenn du mit Beschwörungsmaterial ausgerüstet bist, erscheint im Kampf gegen besonders starke Gegner eine Beschwörungsleiste. Ah, das ist die Leiste, von der vorhin gesprochen wurde. Sobald diese Leiste voll aufgeladen ist, kannst du über das Kommandomenü deine Esper beschwören. Das finde ich herrlich. Ah, die lädt sich aber gewaltig schnell. Ich wollte trotzdem irgendwas Bestimmtes machen. Ach ja, ganz vergessen. Analyse. So, das war klar, dass die gegen Blitz, dass die Probleme mit Blitz haben. Na dann. Take that. Und damit ist das Ding nämlich schon mal ein bisschen außer Gefecht. Wahrscheinlich kann ich das Teil auch einfach so nochmal stoppen. Und dann haben wir den ersten. Und meine Esper ist voll. Und jetzt lasst uns mal Ifrit beschwören. Ich würde zu gern wissen, wie das aussieht. Zeit zu kämpfen. Massiv. Nicht schlecht. Esper kämpfen an deiner Seite, bis die Beschwörungsleiste aufgebraucht ist. Sie kämpfen selbstständig. Allerdings hast du die Möglichkeit, ihnen im Austausch gegen ATB-Einheiten deiner Gruppenmitglieder den Einsatz von Fähigkeiten zu befehlen. Aha, wenn ein Esper den Kampf verlassen muss, setzen sie zum Abschluss eine verheerende Spezialfähigkeit ein. Gut, also ich kann jetzt... Ah ne, mein ATB-Balken ist nicht gefüllt. Ist natürlich blöd, dass wir jetzt Ifrit haben und nicht Ramu. So, Esper-Fertigkeit, Flammsturz. Und im Schock. Da werden wir mal die Allround-Haltung anwerfen. Um mal ein bisschen Schwertwirbel aufzupacken. Genug. Und da kommt Ifrit noch von der Seite an. Umzingeln! Na toll. Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Du scheinst dich auch ohne mich schon köstlich zu amüsieren, mein Freund. Ah, nicht der Typ. Ich hatte dir doch versprochen, dass wir es beim nächsten Mal alleine austragen. Du hast einen Funken in mir gezündet. Mein Herz schlägt im roten Bereich. In freudiger Erwartung unseres Kampfes! Verschwindet. Wie? Aber... Verstanden. Komm. Aber... Seit Jahren kämpfe ich nun schon nur auf meinem Motorrad. Aber ich kann dir versichern. Selbst zu Fuß kenne ich kein Tempolimit. Endlich. Du und ich in Bären. Der heilt mich sogar noch. Ist das cute. Aber diesen Kampf verdrücken wir uns leider erst in der nächsten Folge. Also, tut mir leid für den miesen
Plot, für diesen miesen Cliffhanger. Aber wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich, bald demnächst morgen oder sonst irgendwann, wenn ihr wieder einschaltet.